So, hallo Leute und willkommen zur wievielten Testaufnahme von Fallout 3. Nee, also jetzt glaube ich geht das richtig. Willkommen zu Fallout 3, wie gesagt. Und ja, dann fangen wir mal direkt an. Ah ja, und sorry, wenn es leckt. Ist manchmal sehr, sehr kacke. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzt in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Vaults, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Vault 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge?
Ein Junge. Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, oh James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Ah, okay. Namen der Figur eingeben. Okay, alles klar. Nehme ich mal meinen Namen. Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Auf jeden Anscheinend Fall. Ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Afroamerikanisch, asiatisch, latino und weiß. Natürlich weiß. So, die Kraft. Man muss ein bisschen runterdrehen. Gut, das ist gut. So, die Vorgaben dafür. Wie Gesicht da aussehen soll. Kann man drehen? Ja. Ich fand den zweiten ganz gut. Passt schon. Noch so hin. Fertig. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Ist einfach. James? Catherine? Catherine? Etwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! Ja, 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, auch du und ich. Okay. Ein Jahr später. Wir brauchen einen Arzt, keinen Fall. Wenn Sie meine Erweiterung nicht erfüllen, das tut in den Augen etwas Dekoration und ein paar Spielzeugen bewirkt das ein Zuhause. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Mama! Wird erstmal gefeiert. Ju. Bäm. Einmal ziehen, ja. Salz wieder aufräumen, Kollege. Das Buch, du bist spezial anschauen, okay. Kannst du ein bisschen erkennen durch die Grafik, tut mir leid. Ja, also fangen wir nochmal von vorne an. Strength steht für Stärke. Ich bin so stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir herumschleppen. Perception steht für Wahrnehmung. Zur Wahrnehmung gehört alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. Endurance steht für Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen. Ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. Huh. C steht für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. So. I. Intelligenz steht für Intelligenz, ja. Wie man es denken kann. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll in Mathematik und mit Wissenschaftssachen aus. Jo. Agility steht für Beweglichkeit. Ich bin flink und geschickt und bewege mich ohne Lärm zu machen. Luck steht ganz einfach für Glück. Mir passieren dauernd die tollsten Dinge. Also noch einmal. Nö, kannst vergessen. So, Strength machen wir mal zwei mehr, weil da kann man mehr tragen. Charisma brauche ich nicht. Dann will ich Intelligenz Nummer 1 und dann... Das einfach mal so. Ich hoffe, da passiert jetzt nicht, was ich denke. Die Grafik habe ich auf Mittel, also nicht wundern. Es geht eigentlich noch höher, so übelst hoch, aber. Oh nee. Kann ich den runterholen?
Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe nichts gemacht, ja. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Mit E ist die Aktionstaste, könnte man sagen. Also mit jemandem ansprechen oder irgendwas betätigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Tür schließen möchte. Lol. Diese Experimente. Seien Sie kein Narr. Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren, um die zu überleben. Überraschung! Und Stanley, Sie haben es nicht so schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Zu glauben, er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Nee. Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Cool. Mach dich damit vertraut. Ja. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Hier. Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Ja, das ist so aktionsmäßig, was man auswählen kann. Soll ich wundern? Nimm mal das. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate! Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognak. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden, ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ein Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Nicht wundern. Könnte sein, dass gleich ein Gespräch kommt. Meine Mutter ist gerade angekommen. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben. Aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Was? Ihr beiden seid jetzt beste Freunde? Hey, Wally! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Söhnchen. Na, macht Spaß? Ja, Paul. Warum stellst du uns nicht deinen neuen besten Freund vor? Mit Pop ist das ja aufrufen und so. Ich zeig euch jetzt mal ein bisschen durch. Hier, das ist der Zustand, wo man sieht, die Körperteile sind so und so verletzt. Red ist so gesagt, wie soll ich sagen? Die strahlen. Und Effekte sind eben die Statuseffekte, die durch Tabletten und so weiter sind. Spezial seht ihr eben die Spezial, was wir vorhin ausgewählt haben. Fettigkeiten, dann seht ihr eben, ja, was, waffenlose Sprache, Schleichen und so alles. Das wisst ihr. Extras, da bin ich jetzt nicht schlau geworden. Ich glaube, das sind Missionen, nee. Hier allgemein, hier sieht man neutral, Vaultbewohner. Gegenstand, Waffen, Kleidung, Hilfe. Das nimm mal jetzt lieber. Das ist es nachher weg. Ja. Hier sieht man die Karte. Wenn man alles erforscht hat, natürlich. Hier ist die Weltkarte. Wir sehen natürlich nicht alles. Wir sehen nur im Moment World 101 da drinnen. Aber ich sag euch gleich, das ist ein riesen Akt der Welt. Also. Ja. Aufgaben sieht man hier. Nachlaufen und so weiter. Erwachsen wird man schnell die Party genießen und mit Gästen sprechen. Notizen und der Radio natürlich. Wie
Katzentrottelgesicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Trottel. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Irgendein? Ich lasse es nicht zu, dass meine... Ich habe ihr die angemessene elterliche Zuneigung gegeben, aber ich konnte natürlich keine zusätzlichen Vault-Ressourcen für sie beschaffen. Das setzt meine Position einfach voraus, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass Amata das versteht. Macht es Spaß hier? Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Du bist wirklich ein höflicher junger Mann. Es ist wichtig, immer offen seine Meinung zu sagen. Genau. Wir könnten hier unten mehr solcher Leute brauchen. Auf jeden Fall. Bitte sehr. Ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Oh. Du bist das Geburtstagskind und musst heute nicht teilen. Du Zeit, den Kuchen abzuschalten. Andy, warte! Ja. Toller Kidboy. Ist das ein 3000-Gramm-Modell? Was für ein Haufen. Ich hab Hunger und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Hm. Mrs. Palmer hat gesagt, dass ich nicht teilen muss. Wer redet denn von Teilen, Penner? Ich will alles. Gibst du mir jetzt das Süßgebäck oder soll ich dir ein Faust-Sandwich geben? Gib dir gleich die doppelte Ladung davon, ja. Ach ja? Wir werden ja sehen. Quatsch, was glaubst du da zu tun? Lass ihn in Ruhe. Bist du in Ordnung, Kleiner? Er hat dir doch nicht wehgetan, oder? Nö. Ich hoffe, Butch hat dir nicht wehgetan. Willst du mir erzählen, was los war? Gut so, Sohn. Schön zu sehen, dass du dich von Butch nicht schikanieren lässt. Er wird in ein paar Jahren ganz schön schwierig werden, wenn ihn seine Mutter nicht an die Kandare nimmt. Naja, es ist ja nichts passiert. Die Party kann getrost weitergehen. Genau. Diese Party. Oh. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja. Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Danke, Stanley. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Ach, naja. Was ist eigentlich Butchs Problem? Ich fass es einfach nicht, dass er an deinem Geburtstag einen Streit anfangen wollte. Was für ein Arsch! Der Penner hat versucht, mit mir mein Süßgebäck zu klonen. Gott, er ist wirklich ein Idiot. Naja, du kannst immer drauf zählen, dass Butch sich selbst zum Narren macht. Verstehst du? Wie läuft's, Kumpel? Ja. Alles okay? Macht dir Butch wieder das Leben schwer? Freut mich, das zu hören. Wenn du dich einmal von einem Rüpel herumschubsen lässt, wird es immer so weitergehen. Und jetzt komm. Ich wette, da haben noch andere Leute Geschenke für dich. Wer denn? Maka, super cool, was? Danke, dass ihr gekommen seid. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüter. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nasenbluten. Gefällt Ihnen die Party, Mrs. Palmer? Ich hab ein...
Nasenbluten? Sag dir mal aufs Maul. Snowflake. Mitgeholfen, wissen Sie? Dir wird's tierisch leid tun, dass du dich mit mir angelegt hast. Sie sind wunderschön. Was hast du verdient? Na, macht Spaß. Thomas. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ich schicke ihn runter. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Ehrlich? Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ich bin wirklich gerne hier. Es ist wichtig, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Nein. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Oh. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh Mann. Ja, danke. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Pack zu den jungen Leuten. Ups, ja, ein Gedicht. Zu meinem Job. Außerdem. Wie lang ist denn das? Bla. Mach ich Partys. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Was? Das bist du mit Pip-Boy und so weiter. Sieh einer an. Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Bereit für eine Überraschung? Ja. Was denn für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Yippie! Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Alt. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Hier? Wir können hier keine Kanonen abfeuern. Nein, das geht nicht, wenn wir nicht Ärger mit dem Aufseher bekommen wollen. Jonas und ich haben allerdings eine passende Stelle gefunden. Los! Gut, zeig. Im Reaktor. Ja, ich verfolge einfach mal. Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Danke, Papa. Bitte sehr, Junge. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was ist die Tür zu? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kumpel. Ich hoffe, du amüsierst dich. Aber immer. Vielen Dank, Jonas. Jonas, das ist echt cool. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Gerne. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Vorsicht! Eine Red-Kakerlake. Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Einfach zielen. Das schaffst du schon. Geht das? VATS aktivieren. Willkommen zu Vortec Assisted Targeting System. Dem Vortec unterstützten Zielsystem oder VATS. Ja, danke schön. So, jetzt kann man auswählen, was man erwischen möchte. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Jo. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger.
Lächeln. Ja. Wow. Sind Sie wirklich 21, so Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. G-O-A-T. Nun geh. Du hast einen GOAT zu machen. Wie du meinst, Papa. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16. Und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Tschüss, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Tschüss. Wackelpuppe. Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verwirkt. Verwirkt, ja. Hallo Jonas. Guten Morgen. Hey, Kumpel. Ist schon ein weiter Weg, ihr blöden Tunnelschlangen. Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Amata. Mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Zeig's dir, Butch. Auf jeden. Blöde Tunnelschlangen, kindliche Arschlöcher, wenn du mich fragst. Warum lassen sie mich nicht in Ruhe? Es ist doch nicht meine Schuld, dass mein Vater Aufseher ist. Mir ist ihre blöde Gang völlig wurscht. Kannst du mit ihnen reden? Vielleicht hört Butch auf dich. Bitte. Ein Haufen Idioten, wenn du mich fragst. Sie denken, sie sind echt mega hart mit ihrer bescheuerten Gang. Sie hängen nur rum und machen Schwierigkeiten. Sie haben es auf mich abgesehen, weil mein Vater der Aufseher ist. Als ob das meine Schuld wäre. Aber natürlich. Danke. Du warst schon immer ein guter Kumpel. Versuch doch mal mit Butch zu sprechen. Sie werden alle tun, was er sagt. Ja? Was ist? Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Hä? Stress? Wenn du sie weiter belästigst, wird sich der Aufseher um deine Gang kümmern. Als ob ich mich mit einem kleinen Hans Wurst wie dir abgeben würde. Verzieh dich, Point Dexter. Und ob du das... Was los? Die Tunnelschlangen sind die größten. Das geht dich gar nichts an. Die Tunnelschlangen... Warum hörst du auf Butch? Weil er mein Kumpel ist. Mein Bruder. Alle Tunnelschlangen sind Brüder. Von Geburt an bis zum Tod. Vom Mutterleib bis ins Grab. Größtenteils, weil die Tunnelschlangen das Sagen haben. Nicht, dass ich wüsste. Butch sagt, diese kleine Tussi petzt bei ihrem Papa über uns Tunnelschlangen. Das geht einfach nicht. Weil wir die Tunnelschlangen sind und das Sagen haben. Okay. Bus. Also Papas Mädchen wird doch wohl nicht heulen. Leg dich nicht mit den Tunnelschlangen an. Oh, du bist ja ganz harter. Was? Reißt du etwa die Klappe auf? Jeder kennt die Tunnelschlangen. Nee. In dieser Vault haben wir das Sagen und wir lassen uns von niemandem Scheiß gefallen. Weder von dir, ihr, deinem Papa, noch dem Aufseher. Kümmer dich um deinen eigenen Dreck. Das ist eine Angelegenheit der Tunnelschlangen. Ich und Butch haben mit dieser Tussi nur ein bisschen Spaß. Ich folge niemandem. Wally Mac hat seinen eigenen Kopf und die Tunnelschlangen sind meine Familie. Wieso? Du denkst, Butch hat hier das Sagen? Glauben das auch andere Leute? Das ist nämlich ein Haufen Scheiße, wenn das so ist. Ich hab gehört, du machst alles, was er dir sagt. Wirklich alles. Was? Was für eine Scheiße ist das denn? Niemand redet so über Wally Mac. Er ist nicht mein Boss. Niemand ist mein Boss. Ich hau ab. Oder? Wir sind fertig hier. Fertig? Nichts ist fertig hier. Ich sage, wenn wir fertig sind. Keine Ahnung, wer dich zum Chef ernannt hat, aber ich sage, wir sind fertig hier. Gehen wir, Paul. Bist du sicher, Butch? Okay. Was immer du sagst, Wally. Es leben die Tunnelschlangen. Na gut, gehen wir. Ich war hier sowieso fertig. Das ist noch nicht das Ende, Papas Mädchen. Mit dir bin ich auch noch nicht fertig, Knalltüte. Hä? Komm mal her, Digga.
Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher! Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Ja. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Ja, okay. Setzen Sie sich bitte, damit wir beginnen können. Vorne ist immer am besten. Kurz was trinken dabei. Nun, jetzt wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Jo. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Okay. Ach ja, danke gleichfalls, Kumpel. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Das ist eine sehr nette Gelegenheit. Sie versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Sie umarmen den Jungen und sagen ihm, dass alles in Ordnung ist. Okay. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Herzlichen Glückwunsch. Ja, und so weiter. Ihnen wäre es lieber, wenn die Vault eine Fußballmannschaft hätte. Naja. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Die fragen mal über nach einer Minigun, genau. Schütt ihr Großmutter den Tee ins Gesicht. Genauso wie es auch. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Sie verwenden eine Haarklammer, um das Türschloss zu knacken. Genau so. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Mit einer Kugel in den Kopf, ja, das wäre bestimmt die beste. Präzisionslaser, nee, ich glaube, ich nehme lieber die Dose. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognack der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Tauschen eine Comicband gegen eines ihrer eigenen wertvollen Besitztümer. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... lösen die Schrauben an einigen Rohren. Wenn das Wasser aufgedreht wird, wird das Badezimmer überflutet. Das ist ein perfekter Witz. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Muss man erstmal überlegen. Nee, warte, ich mach das lieber so. Ein Blatt fällt vom Baum ab. Na, die zwei hört sich Stifte wieder. Niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war.
Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Hallo. Oh, hi. Darf ich fragen, wieso du bitte mit mir redest? Bitte schön, Mr. Broch. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Almodovar. Mal sehen. Ausgezeichnet. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher an. Danke. Bis morgen dann. Wow. Wow. Hier steht, Sie werden der nächste Eheberater der Vault sein. Da hätte ich doch fast Lust zu heiraten, nur um in den Genuss Ihrer Dienste zu kommen. Ja, es ist erfrischend, so viel jugendlichen Enthusiasmus zu sehen. Gut zu wissen, dass der GOAT seine Sache hin und wieder mal richtig macht. Man weiß ja, was über Affen und Schreibmaschinen gesagt wird. Nun, ich freue mich, dass für Sie alles so gut gelaufen ist. Ich hoffe, dass Ihre Klassenkameraden Ihre Ergebnisse nur halb so befriedigend finden. Also Medizin könnte man nehmen, Nahkampf, Waffen und Sprache. Die Sprache würde ich dir mal lassen, weil das ist sehr wichtig. Ja, dann nehmen wir noch... Ah, kleine Pistolen, da würde ich gerne. Wissenschaft? Wissenschaft? Ja, nein. Nee, reparieren immer, Kollege! Wichtigeres zu tun. So. Dann. Klassenzimmer verlassen. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Ach, schon wieder. Sogar ein Haar auf der Mutter setzt mit dir, um dich zu retten. Also was machst du? Wo ist die schon laufende Pflicht? Sieh mal in Ordnung, Vater. Du solltest diese Dinge wissen. Ich werde nicht ewig da sein in deiner Hand. Na los, du musst endlich aufwachen. Du musst weg von hier, denn... Was heißt hier? Mein Papa ist weg. Er hat die Vault verlassen. Ich weiß nicht wie, aber er ist weg. Und mein Vater? Er ist ziemlich ausgerastet. Mein Vater kann die Vault nicht verlassen haben. Das ist unmöglich. Das habe ich auch gedacht. Aber es ist wahr. Er ist weg und Jonas ist tot. Und jetzt suchen sie nach dir. Oh, uncool. Was? Jonas ist tot? Was zum Teufel geht hier vor? Die Leute meines Vaters denken, Jonas hat deinem Papa zur Flucht verholfen. Sie haben ihn ins Büro meines Vaters gebracht und... Oh mein Gott! Oh mein Gott, alles okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Ganz recht, ich kann hier nicht bleiben. Aber wohin soll ich gehen? Es tut mir leid, aber ich glaube, du musst deinem Papa folgen. Du musst die Vault verlassen. Hör mal, ist sicher nicht meine Angelegenheit. Aber hat dir dein Vater nicht erzählt, dass er gehen würde? Nein, ich wusste nicht, dass er gehen wollte. Oh, das tut mir leid. Sicher hatte er seine Gründe. Vielleicht hätte Jonas es dir alles erklärt. Es spielt aber keine Rolle. Ich kann bei der Flucht helfen. Ich habe meinen eigenen Plan. Oh, jetzt sind wir tot. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. Hört sich noch einen guten Plan an. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Danke. Danke, Märta. Ich werde es nur im Notfall benutzen. Versprochen. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Tschüss. Ich werde dich an der Vault-Tür treffen, wenn ich kann.
Baseball stehen wir auch mit. Ach ja. Da ist er. Bleiben Sie sofort stehen! Na, hör mal. Schmutzige kleine Ungeheuer! Machen Sie mir das ab! Warum sollte ich? Tschüss! Sie müssen mir helfen! Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen! Butch bittet mich um Hilfe. Wenn du bloß wüsstest, was Ironie bedeutet. Ja, ich bitte dich. Na und? Hör zu, tut mir leid, wie ich dich behandelt habe. Aber du weißt doch, dass ich es nicht ernst gemeint habe, oder? Aber es ist doch meine Mom. Du kannst sie doch nicht einfach da drin bei den Red-Kakerlaken lassen. Na gut, ich werde dir helfen, aber ich mach's für deine Mutti, nicht für dich. Okay. Mir egal warum. Hol sie einfach da raus. Au, das tut weh. Au, das tut weh. Ha! Wodka-Wiss war mitnehmen. Hör mal. Wir haben es geschafft. Meiner Mutter wird nichts passieren. Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann. Hey, ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber... Ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Na los, nehmen Sie sie schon. Und noch ein Wodka. Oh, das wird immer besser. Oh, ich glaube, die ist ein bisschen wahr geworden. Hauen wir ab hier, bevor es noch weitergeht. Kein Zugang. Alle Bewohner der Mord 101 werden hiermit aufgefordert, sich in ihre Quartiere zurückzuziehen. Feine. Die Red Kakerlaken. Arbeit des Sicherheitspersonals der Wort. Jeder Ansässige, der außerhalb seines Quartiers angetroffen wird, hier. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich sie nie gesehen. Danke, Officer Gomez. Ich konnte sie hier schon immer leiden. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Oh ja. Officer Mack ist völlig ausgerastet. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Jo. Und jetzt weg hier! Hör! Es reicht! Zurück in eure Schatten! Hör! Ein bisschen Ruhe und Frieden. Ah, junger Herr, ich freue mich außerordentlich über unser Wiedersehen. Ich vermute, die Suche gilt dem werten Herrn Vater. Ja, ja, genau. Einfach in unsere Quartiere zurückkehren. Das ist unsere einzige Chance, Mann. Wir verstehen. Halt mal. Genau wieder. Halt mal. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand auffällt. Warte mal, ist ja immer noch so laut. Was geht denn hier? Jawohl, man darf ja auch nicht übertreiben. Ich bin Tom, vom Hohen. Seien Sie vorsichtig. Oder sind aber jetzt schon böse Jungs. Nein! Tschüss! Tschüss, du kannst da bleiben. Piss dich, du Scheißvieh. Haha! Der! Kommt her! Das ist Ihr Fehler! Sie und Ihr blöder Vater! Er musste unbedingt... Er musste unbedingt allen das Leben schwer machen! Das dumme Kind des Doktors ist hier drüben! Dumme Kind, ey, wenn ich wieder komme, ne? Tut mir leid. Oh! Ha! Komm. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts!
sei vernünftig, Amata. Ich warne dich. Sag uns, wo dein Freund ist. Wir müssen ihn. Oh, er ist mein Freund. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Was hat er überhaupt mit dieser ganzen Sache zu tun? Wahrscheinlich hat er nichts damit zu tun. Trotzdem muss ich wissen, wo er ist. Ich muss mit ihm reden. Noch einmal. Okay, das reicht. Da ist er ja. Oh, aber ein Kollege. Notiz vom Papa, okay. Schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schieflaufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld abgibt. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen. Du kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mit der Ruhe, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich darf dich lieben. Ich dich auch. Das ist ja modern. Okay. Jetzt sind wir vor dem Vault-Tür. Eröffnet die Vault-Tür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Ja! Hi. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde. Mein Vater, ja, Offizier Mac. Ich habe ihnen nichts verraten, das schwöre ich. Als die Warnsirenen zu heulen begannen, rannten alle raus. Das bist sicher du gewesen. Wie ich sehe, hast du die Tür aufgekriegt. Das ist gut. Du hast recht. Ich verstehe. Es war verrückt von mir zu denken, dass du sie aufhalten könntest. Das Wichtigste ist, dass du es geschafft hast. Du hast die Tür geöffnet. Ja. Du solltest mit mir kommen. Hier zu bleiben ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen um mich. Was immer auch passiert, bin ich sicher in geringerer Gefahr als du. Keine Ahnung, was da draußen auf dich wartet. Geh schon, bevor jemand kommt. Such deinen Papa. Ich werde dich vermissen. Du warst ein guter Kumpel für mich. Stehen bleiben, im Namen des Aufsehers. Oh. Mauf. Dein Vater. Arme auf hier, Kackteil! Raus hier! Schnell, Tür zu! Verrückt, da rauszugehen. Ich kann auch rauszoomen zu Third Person. Das sieht nämlich auch ganz gut aus, und wenn ich jetzt die Mausrad gedrückt habe, das sieht man auch. Okay, das ist sehr, sehr laut. Da gehen wir raus. Willkommen in Fallout 3. Oh!
Ja, jetzt kann man noch auswählen, welche Fähigkeiten man nehmen kann. Hier gibt es noch zusätzliche Fähigkeiten wie Waffenfreak. Da kriegt man 5 Punkte mehr für kleine Waffen und Reparieren. Vatersöhnchen 5 Punkte weitere für Wissenschaft und Medizin. Das ist sehr gut, finde ich. Ladykiller hat 10% mehr Schaden bei weiblichen Gegnern und so. Ein intensives Training für Special-Attribute. Und das mache ich jetzt. So, und jetzt haben wir noch einen neuen Radiosender. Also, ziehen wir es mal durch. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Willkommen im fahrenden Schrottladen von Crazy Wolfgang. Abfalldepot, Müllbazar und Plundermarkt. Nun, welchen Krimskrams kann ich, der verrückteste aller möglichen Wolfgangs, Ihnen denn anbieten? Ich durchstreife das Ödland auf der Suche nach dem besten Schrott, den hochwertigsten Trümmern und verwertbaren Abfällen. Alles hat einen Wert. Und mein Weg führt mich immer durch Canterbury Commons. Der Bürgermeister dort, Roe, hat immer Platz für einen schlauen Müllsammler wie mich. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Viel Glück da draußen. Mein Name ist Lucas Sims, bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Sie. Irgendwas sagt mir, dass Sie okay sind. Willkommen in Megaton. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Oh ja. Das ist eine schöne Stadt, Sheriff. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind freundlich und haben Manieren. Wir werden gut miteinander klarkommen. Sie behandeln die Leute gut und dürfen bleiben, solange Sie wollen. Okay, Nachricht erhalten. Freut mich, dass wir uns verstehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche meinen Vater, er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich muss hier so viele Brände löschen, dass ich mir nicht jeden Besucher merken kann. Ich würde mich mal in der Stadt umhören. Hier spricht Präsident Eden. Reden wir. Was gibt's da zu reden? Oh. Glauben Sie nicht, dass jemand das Ding entschärfen sollte? Ich glaube kaum, dass einer der Ansässigen dazu imstande wäre. Außerdem merken die meisten Leute gar nicht, dass die Bombe eine Bedrohung darstellt. Und zur Hölle. Cromwell und diese Verrückten von der Kirche des Atoms verehren das verdammte Ding. Warum? Wissen Sie etwa, wie man das Ding entschärft? Ein für alle Mal? Mich darum kümmern, die Bombe zu entschärfen. Ah, in Ordnung. Aber hören Sie, sehen Sie es erstmal an. Ganz unverbindlich.
Wenn Sie den Auftrag ausführen, sind 100 Kronkorken für Sie drin. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Wir schwimmen hier nicht gerade im Geld. Ja, da hast du recht. 100 Kronkorken? Okay, ich sehe es mir mal. Großartig. Dann tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Aber seien Sie vorsichtig. Keine Sorge. So, dann müssen wir es eigentlich doch wieder runterdrehen. Warte mal, der Radius auch ein bisschen. Die Stimme so. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Crater-Side-Lager vorbei. Das Ohr ertauben, um den Donner seiner Stimme zu hören. Lasset die Menschen... Ich soll verdammt sein. Sie haben's geschafft, oder? Sie haben das Ding entschärft. Aber immer. Hier ist Ihre Belohnung. Hey, ziehen Sie doch hierher. Hinter der Brass Lantern gibt's noch ein freies Haus. Hier sind Schlüssel und Unterlagen. Ich kann Ihnen nicht wirklich helfen. Aber reden Sie mit Moira. Sie hat jede Menge Dinge, mit denen Sie das Haus etwas rausputzen können. Passen. So, das war das Ende dieses Parts. Oder der Parts. Wir sind im Megaton angekommen. Und hier seht ihr noch ein paar Schilder. Ja. Ich will noch mal ein bisschen zeigen, kurz noch schnell. Das ist hier das Haupthaus von den Sheriff. Ich hab's noch ein bisschen gespielt mal. So. Wenn man hier runterguckt, sieht man's. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß und danke fürs Zugucken. Tschüss.